Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen jetzt eigentlich zu Lord Sadix Labor gehen, aber bevor wir da hingehen, werden wir erstmal in das Arbeiterviertel gehen. Weil dort gibt es auch noch eine Quest zu erledigen. Und da die mitten auf dem Weg ist, hoffe ich, dass... Scheiße. Oh, egal. Dann machen wir mal ganz schnell ein bisschen hier Action. Zack. So, warte mal, lass mich mal das hier kurz in Ruhe einsammeln. Die Frau kommt da ganz gut alleine klar. Dann machen wir das jetzt einmal. Oh, Lichtschwertwurf. Sehr schön. Ja, wir haben beinahe das Maximum erreicht. Ach ja, wir haben ja jetzt noch eine Nachricht, die wir lesen können. Also, ich kann lesen, aber ich wollte nur sagen, dass wir noch eine Nachricht haben. Fuck. Deswegen gehe ich doch manchmal lieber alleine. Oder kann ich mich nämlich so vorbei schleichen. Ne? Sehr schön. Und wir müssen ja noch unsere ganzen Items abgeben. Warte mal. Lass sie mal auf passiv machen. Wie kommen wir jetzt am besten hier vorbei? Die wir sie eigentlich wegschicken würden, oder? Wie groß wohl die Spanne sein wird, wo wir durchgehen können? Ich glaube, jetzt sieht ganz gut aus. Bam, Alter. Wir kommen gut vorbei. Sehr schön. Das haben wir hier auch schon mal geschafft. Jetzt müssten wir... Ach nee, da hoch müssen wir ja gar nicht. Wir müssen ja weiter hier runter. Da links lang und dann wieder runter. Links. Genau, so war das. Da gehen wir dann vorsichtig hier lang. Wo bist du? Da. Na, das können wir ja so knapp werden hier. Dann springe ich hier einfach runter. Zack. Jetzt lass mich mal schnell meinen Step nehmen, bevor die Scheiße baut. Nee. Oh nein, Scheiße, wir müssen ja nach links. Wir müssen dahin. Jawohl. Ah, sehr schönes Gefühl, einfach nicht kämpfen zu müssen. Wir müssen jetzt diesen Fahrstuhl hier runter. Aber... Wartet mal. Ich glaube... Ach so, ja. Ich glaube, wir müssten jetzt hier hin. Ich kann ja nur ganz kurz mal Postzeichen aktivieren. Das war doch hier, oder? Ja, wir müssen so oder so zum Dolmetscher zurück. Also gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Riesenviertel, sondern dass es nur so ein bisschen größer ist. Aber wenn wir ja schon auf einer kompletten Plattform weiter reisen müssen, denke ich mal, ja, genau. Das wird jetzt einfach nur hier so ein bisschen was stattfinden und dann war es das auch schon. Dann werde ich mir auch gleich nochmal die neue Nachricht da durchlesen. Garnuk, da ist ja Garnuk. Endlich ein Mensch ohne imperiale Uniform. Sowas sehe ich selten, während uns das Imperium hier bis zum Umfallen schuften lässt. Ich bin Garnuk. Offiziell bin ich Vorarbeiter, aber die meiste Zeit über organisiere ich den Widerstand. Zuerst die Hutten und jetzt das Imperium. Ein Jedi hat immer Zeit, um einem Freund der Republik zu helfen. Noch nie haben wir Hilfe dringender gebraucht. In der Nähe gibt es eine Chemiefabrik. Meinen Quellen nach entwickelt das Imperium dort Gifte, um spezielle, empfindsame Spezies zu töten. Ich habe eine Agentin losgeschickt, um weitere Informationen zu sammeln, aber sie ist verschwunden. In der Fabrik wimmelt es von imperialen Wachen. Wir können sie also nicht infiltrieren. Ich brauche einen direkten Angriff. Wir müssen in ihren Hauptcomputer und ihre Pläne aufdecken.
Alles klar, bin dabei. Das Imperium kann nichts vor mir verheimlichen. Ich werde es tun. Schön, dass ihr so denkt. Findet den Hauptcomputer, schließt diesen Datenscanner an und ich erhalte Fernzugang. Dann finden wir heraus, wen genau das Imperium mit seinen Chemikalien vergiften will. Okay. Das heißt, wir schleichen uns wieder mal lang am Step. Ah, ja. Ja, klar, hier ist euer Lager und hier sind die Imperialen. Und nein, es passiert natürlich gar nichts. Die leben ganz normal nebeneinander friedlich. So ist das zwischen den Imperialen und den leicht zurückgedrängten Leuten. Die fassen sich nicht an, die brauchen sich gar nicht anfassen. Das ist wieder so... Ihr wisst schon, was ich meine. So komplett hirnrissig manchmal. So, imperiale Fabriksicherheit. Ich versuche mal so lang wie möglich hier durchzukommen. Bam, bam, bam. Bam. Haha. Das klappt sogar. Ich komme hier einfach so durch. Das ist so toll. Lalala. Und schon sind wir dort. Ich habe Zugang. Ausgezeichnet. Die Schutzmaßnahmen habe ich gleich ausgeschaltet. Ruht euch einen Moment lang aus. An ihrer Verteidigung vorbeizukommen, war bestimmt nicht einfach. Nur noch eine Sekunde und... Da, ich bin drin. Da haben wir es. Alles über die Gifte, ihren Zweck und... Diese Chemikalien. Das Imperium benutzt sie, um alle Evoki auf Nashadar zu töten. Vielleicht eine Gefälligkeit für die Hutten. Das ist ein Verbrechen gegen die Galaxis. Das werde ich nicht tolerieren. Wir müssen rasch handeln. Wer weiß, wie viele Evoki sie schon getötet haben. Es scheint, diese Chemikalien werden in einer Art Vernichtungsanlage verwendet, die von Commander Vergoost geleitet wird. Ihr müsst die Anlage stürmen und sie stilllegen. Jetzt. Sofort. Machen wir. Ich schlage sofort zu. Die Imperialen werden keine Zeit haben zu reagieren. Danke. Ihr habt den Dank der gesamten Evoki-Gemeinschaft. Schafft es in die Vernichtungsanlage und findet einen Weg, sie stillzulegen. Ja, das hast du bereits gesagt. Jetzt haben wir aber keinen freien Platz mehr. Das wusste ich. Großer Einfluss gewinnen. Hä? Das nenne ich mal ein Geschenk. Na, kannst du mal sehen. Da, wo das herkommt, kommt noch viel mehr her. Also, schön nett sein und mal auch einen Gefallen tun, Kira. Auch wenn es gegen den Jedi-Kodex geht. Ja, den mittleren können wir auch mal machen. So, danke. Sortieren nach Wert. Klick. So, und das ist wohl komplett wertlos, was wir haben. Und das ist wohl am wertvollsten. Nämlich dieses XP-Zeug. Ach ja, ich werde heute garantiert eh noch mehr Aufnahmen machen. Komm, ziehen wir uns mal eins rein. Jetzt gehen wir mal wieder auf den Step. Und wir nehmen jetzt wieder die Abkürzung, die wir auch so genommen haben. Es war garantiert sicherlich sehr schwer, die Verteidigung zu durchbrechen. Und ich raste einfach mit meinem Step durch und keinen interessiert es wirklich. Hui! Ja, auch selbst wenn sie jetzt was hier kaputt machen sollten, ich meine, es tut mir nicht weh. Oh. Ich glaube, genau, sehr schön. Dann gehen wir mal hier durch. So, jetzt könnte sie mich ja wieder mal helfen. Angreifen befiehlt deine Gefährte, dein Ziel anzugreifen. Also könnte ich jetzt sagen, so und klack. Und bam. Und somit habe ich wieder volles Rohr Fokus. Seht ihr, und jetzt habe ich wieder das gemacht. Jetzt mache ich einfach mal beispielsweise einen Tritt. Jetzt gehe ich zu den Beinen. Jetzt mache ich einfach mal das hier. Jetzt mache ich das hier und er ist wieder weg. So, die dunkle Seite wird stärker. Nein, wird sie nicht. Wir besiegen ja gerade die dunkle Seite. So, jetzt kann ich wieder Fokus machen. Das ist scheiße. Ich meine, jetzt kann ich Fokus machen. Nein. Jetzt mache ich Fokus.
Klick. Klick. Zack. Und fertig. Hä? Es funktioniert wirklich. Also, wenn man sich wirklich nur auf diese hier konzentriert, dann geht alles super easy. Nicht schlecht. Ich dachte schon, mir wird übel, wenn mich diese Imperialen noch einmal anrühren. Ich bin Calda Biss, Agentin der Republik. Hat Garnok euch geschickt? Ich habe die Chemiefabrik für ihn ausgeschaltet. Schön, dass er euch gefunden hat. Ihm läuft die Zeit davon. Vergost, der Kommandant hier, ist ein Ungeheuer. Als ihr die Chemiefabrik zerstört habt, wurde das Morden hier noch schlimmer. Jetzt versteckt Vergost sich in seinem Kommandoposten und tötet Evoki. Das gehört zu seinem Vernichtungsprogramm. Ihr müsst ihn eliminieren. Ich spüre das Leid der Evoki. Es wird bald enden. Gut so. Ich hole Verstärkung von der Republik und bin bald wieder bei euch. Beeilt euch. Schaltet Vergost aus. Dann ist sein Vernichtungsprogramm Geschichte. Na klar. Ah, das stimmt. Genau. So, im Weg bleibt er nicht. Besiege die imperialen Wächter. Seht ihr, und schon wieder habe ich 6 Fokus bekommen. Jetzt kann man auch mal wieder einen ganz normalen Angriff zwischendurch machen, um 4 Fokus zu generieren. Jetzt kriege ich wieder 6 Fokus. Jetzt kann ich wieder einen normalen Schlag zwischendurch machen. Und so kriege ich immer wieder, immer zwischendurch genau das, was ich möchte. Von 10. Mach ich mal lieber hier einen großen Sprung hin. Nee, das hier. Jetzt das hier. Und Vorstoß. 8 von 10. Ja, die Bienen, die klatsche ich ganz schnell weg. Was? Erfolg abgeschlossen, Stufe... Ah, wir haben Stufe 40 erreicht. 10-mal XP-Schub haben wir bekommen. Geil. Du hast mit einem Charakter jede imperiale Klasse Stufe 50 erreicht. Achso, 40? Also Stufe 50 gibt es dann auch nochmal was Tolles. Dann müsste ich jetzt mal in mein Inventar schauen. Frage ich mich, wo das gerade ist, aber ist egal. Das holen wir einfach ein andermal ab. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Commander Vergost. Meine Arbeit ist fast vollendet. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Meine Evoki-Freunde werden sich gedulden müssen, bis ich euch vernichtet habe. Ihr seid erledigt, Vergost. Gebt auf, solange ihr noch könnt. Man kann mich nicht aufhalten. Wie kann ich das einem Lakaien der Republik erklären? Fremdlinge sind schmutzig und schwach. Schandflecke der Galaxis. Ich folge dem Willen des Imperators und schmiede Allianzen. Dies ist nur der Anfang. Ja, lasst uns mal lügen, ihr seid umstellt. Ein ganzes republikanisches Bataillon steht draußen zum Angriff bereit. Hört sofort auf. Eure Verbündeten sind nur wenige und schwach. Ich werde sie alle auslöschen, sobald ich mit euch fertig bin. Ja, das glaube ich ja weniger. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück hier. Schnell unterbrochen, sehr schön. So, unsere Taktik anwenden, das jetzt hier einmal. Vorstoßen. Einfach mal ein bisschen Machtzahlung einsetzen, kein Problem. Beine. 6 wieder hiervon. Machtschwung. Jetzt wieder das hier. Und Klingensperre. So, und jetzt können wir sogar nochmal wieder normal angreifen. Wie Eiferschlag. Okay, er ist erledigt. Seht ihr? Perfekt auf jeden Fall. So muss das sein. Das Imperium hat jahrzehntelang an dieser Operation gearbeitet. Es wird hier nicht enden. Seid still, Vergost. Ihr seid erledigt. Worauf wartet ihr? Tötet das Monster! Wartet! Ich weiß alles über die anderen Vernichtungsanlagen. Ihr könnt es euch nicht leisten, mich zu töten. Er lügt! Tötet ihn! Seid kein Narr, Jedi. Ihr wisst, dass ihr mich lebendig braucht. Ja,
Sehr verhaftet. Genießt die Gastfreundschaft der Republik. Ihr werdet euer ganzes Leben dort verbringen. Hoffentlich macht ihr das Richtige. Überlasst die Entscheidungen euren Vorgesetzten, Mädchen. Ich freue mich schon darauf, euch zu befragen. Das fühlte sich gut an. Ihn auszuschalten war das Richtige. Die republikanischen Truppen haben mich gerade kontaktiert. Ihr habt die Anlage eingenommen. Und Calder, wo ist sie? Hier drüben, Chief. Euer Freund hat mich gerettet. Und Commander Vergust gefangen genommen. Obwohl er den Tod verdient hätte, wenn ihr mich fragt. Ich kam her, um die Situation zu bereinigen, nicht um sinnlose Morde zu begehen. Das ist wahr, Jedi. Lebendig ist er für uns wertvoller. Ich muss mich verabschieden. Die Überlebenden treffen jetzt ein und sie brauchen meine Hilfe. Die Evoki stehen in eurer Schuld. Ihr habt uns die Kraft gegeben, weiter um unsere Heimat zu kämpfen. Ghanouk hat recht. Ihr solltet stolz sein. Und ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich übernehme jetzt. Manalanyan Perlo. Amka Kalami. Nayakira Lebua. San Loren aufsuchen. Alles klar. Schattenstadt müssen wir ja so oder so hingehen. Sehr schön. Eine bessere Rüstung. Beziehungsweise ein besseres Rüstungsstück. So. 69 von 70. Ja, nee, noch ein neues Ding werde ich mir nicht holen, weil eigentlich reicht es ja. Ich bin ein bisschen zu faul wahrscheinlich zum Verkaufen. Manchmal vergisst man es auch. Aber deswegen gehe ich jetzt hier nochmal schnell um die Ecke. Bevor die ganzen Leute wieder respawnen. Genau hier. So, und dann sage ich wieder Dank fürs Zuschauen von Star Wars The Old Republic und ja, freue mich jedenfalls auf ein Däumchen wieder und auf ein paar Kommentare und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!